Weiter geht's im Text mit der Schulterregion und den Muskeln, die in der Schulterregion sich befinden. Also, hier ein Ausschnitt und wir werden uns jetzt relativ vielen Muskeln hier widmen. Der erste ist der Musculus trapezius. Der heißt so, weil er aussieht wie ein Trapez. Das wäre dieser Muskel hier. Also hier nur einseitig dargestellt, natürlich hier noch weitergehend. Also hier haben wir wirklich eine Trapezform. Also von hier oben, hier, dann hier nach unten und dann hier über. Und also wirklich ein Viereck. Das ist ein sehr prominenter Muskel, der auch sehr ausgebildet ist bei Bodybuildern. Und Sie sehen hier, dass er wirklich eine wichtige formgebende Struktur ist. Ein Teil der Schulter wird durch ihn gebildet. Und dieser Muskel hat jetzt sehr vielfältige Funktionen. Er hat einen Teil, der hier von oben nach unten geht, einen Teil, der relativ waagrecht verläuft und einen Teil, der nach oben geht. Und seine wichtigsten Funktionen sind grundsätzlich, dass er hier ist die Scapula, hier in dieser Gegend, und dieser Muskel bewegt jetzt die Scapula. Das heißt, wenn die unteren Fasern hier ziehen, dann ziehen diese die Scapula nach unten, hier diese ziehen die Scapula nach medial und diese Fasern, die von oben her kommen, ziehen die Scapula nach oben. Die Scapula ist das Schulterblatt, wenn Sie sich erinnern. Und der Trapezius ist jetzt somit sehr daran beteiligt, die Scapula zu drehen und zu schieben. Und die Scapula, wie wir wissen, ist ja an der Clavicula angemacht, sowie am Humerus, also am Oberarm. Und diese Bewegungen des Trapezius bewirken nun eine Bewegung des Armes. Also weil diese ja miteinander verbunden sind. Trapezius ist ein sehr wichtiger Muskel, der am ganzen Schultergürtelapparat eine wichtige Rolle spielt. Dann gehen wir weiter zum Musculus serratus anterior. Wenn wir uns schauen, wo der ist hier. Man sieht ihn nicht so gut, der ist unterhalb der Scapula hier, das ist die Scapula. Und dieser Muskel ist jetzt wichtig, so ein bisschen als Gegenspieler. Er zieht jetzt die Scapula nach vorn oder nach lateral und nach vorn. Beim Trapezius haben wir ja gesehen, dass die Scapula eher nach medial gezogen wird, also nach innen. Und der Serratus anterior, der ist jetzt wichtig, um die Scapula nach vorne zu ziehen. Dieser Muskel wird besonders ausgeprägt, wenn wir zum Beispiel auch Liegestützen machen. Dann gehen wir weiter zu den weiteren Muskeln, der Musculus deltoideus, ein sehr wichtiger Muskel für die Oberflächenstruktur. Das wäre dieser Muskel hier, welcher diesen Anteil da bedeckt. Dieser Muskel ist ein Alleskönner, der kann praktisch alles, der kann hier den ganzen Arm hin und her bewegen, rotieren, nach außen abduzieren und adduzieren und so weiter und so fort. Also ganz verrückt viel, was der machen kann. Dann der Pectoralis major, das ist der Brustmuskel, welcher sehr stark wird, wenn man sehr viele Liegestützen oder Bankdrückübungen macht, das wäre dieser Muskel da. Sie sehen hier, der ist massiv und der setzt jetzt hier an einer großen Fläche am Sternum, an den Rippen und an der Clavicula an und geht dann bis zum Humerus. Also relativ weit. Und wenn wir hier diese Kante uns anschauen, dann ist das die Kante, welche die vordere Achselfalte bildet.
Und dieser Muskel hat jetzt vielfältige Funktionen. Der kann den Humerus nach innen rotieren. Der kann den Humerus nach vorne anteversieren. Das bedeutet einfach, er kann den Humerus nach vorne schwingen. Oder aber er ist in der Lage, wenn der Humerus abduziert ist, ihn wieder adduzieren, also zum Körper zurückzuziehen. Sie sehen hier vielleicht auch im Verlauf, dass die oberen Fasern ein bisschen mit den unteren kreuzen und hier so eine Art spezielle Struktur bilden. Das ist der Fall, weil wenn wir den Arm nach oben strecken, damit sich diese Muskelfasern entwinden und nicht etwa Muskelfaser reißen. Das ist jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist einfach zu wissen, das ist der Musculus pectoralis major. Dann haben wir seinen Gegenspieler, der Musculus latissimus dorsi, der hier hinten ist. Bisschen eine schlechte Darstellung. So, das ist besser. Das ist von hinten. Der kommt also von ganz unten, ist ein Riesenmuskel und geht hier zum Humerus. Und dieser Muskel, der bildet jetzt die hintere Achselfalte. Der vordere wurde ja durch den Musculus pectoralis major gemacht. Und dieser Muskel hat jetzt ähnliche Funktionen, der kann auch, der muss den Humerus nach innen rotieren, kann den Arm adduzieren, aber er hat eine andere Funktion, er wird jetzt den Arm nicht nach vorne schwingen, sondern nach hinten schwingen. Der Musculus teres major, das ist an sich so ein bisschen, hier oben, das ist so ein bisschen der obere Rand des Musculus latissimus dorsi, der hat sehr, sehr ähnliche Funktionen. Sieht man eigentlich nicht so gut. Okay, das wären jetzt die wichtigsten Muskeln hier, die wir gesehen haben.